Varai mom ke moi golube bieli. Varai mom ke moi golube bieli. Dobrodošli, herzlich willkommen zum Abenteuer- und Motorradreise-Podcast. Wir sind Sonja und Claudio. Wir sind unterwegs mit unserem Motorrad im Balkan. Jetzt ungefähr ja, über eine Woche hinter uns. Wir waren jetzt die meiste Zeit oder fast überwiegend in Dubica. Das ist eine Stadt im Norden von Bosnien. Ja, und in Dubica, da haben wir die Bojana getroffen. Und Bojana ist 29 und von daher hat sie natürlich als noch relativ junge Frau nochmal eine ganz andere Perspektive auf dieses Land, Bosnien und Herzegowina. Good thing is that people who have will to strive and survive, they actually can live anywhere. And if you live in Cuba or in, I don't know, somewhere in Africa, or you're an Indian or I don't know, if you have that will to deal with everyday problems like that's normal and you have to go through it, you will learn something. Jo, wir sind in Guča, dem großen Balkan Brass Trompetenfestival in einem kleinen Dorf, 100 Kilometer südlich von Belgrad, findet das einmal im Jahr statt. In Serbien. Genau, in Serbien. Und das ist wirklich ein Menschenauflauf, ein Riesentreffen. Ja. Alle sind besoffen, alle feiern, ja. Alle haben Spaß. Ich bin gerade aufgewacht und habe mich total erschrocken. Ich dachte, jetzt liegt ein fremder Mann neben mir, weil der Claudio, der ist da, ja genau, der lag da neben mir und hat ein total dick angeschwollenes Auge auf der linken Seite. Er ist nämlich gestern beim Fahren von einem Insekt gestochen worden. Ja. Ist irgendwie eine Biene ins offene Visier reingeknallt und hat mich sofort gestochen. Und das Auge, das hat wehgetan. Ist das Garten, wo ist meine Oma from? Ja, ja, meine Oma. Ja. Ja, wir sind jetzt hier unterwegs mit dem Nenad in Kobišnica. Und du sprichst Deutsch? Ein bisschen. Ich verstehe alles, nur ich kann nicht so gut sprechen. Vielleicht sollen wir mal erzählen, wie wir den Nenad überhaupt getroffen haben. Und zwar sind wir heute Nachmittag durch Negotin, ne? Ja. Gefahren und dann einmal lief jemand auf die Straße und hatte Hallo, braucht die Hilfe, und das war der Nenad und der hat uns netterweise eingeladen zum Haus, ja, zu seinem Haus. Wir steigen gerade hoch auf einer Pyramide. Und zwar eine Pyramide in Bosnien. Ja, hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass es das gibt, aber es gibt sie vielleicht. Die Pyramiden von Visoko. Wir konnten mit dem Motorrad eben über die Hälfte des Weges rauffahren.
gesagt, hier ist eine Straße, bis zu so einem kleinen improvisierten Café. Und von dort aus sind wir dann zu Fuß weitergegangen. Und unten an diesem Café haben wir den Vinko kennengelernt. Und Vinko ist ein Filmemacher, der auch mal einen Dokumentarfilm über diese Pyramidengeschichte gemacht hat. Once I stepped inside of that pyramid, that kind of feeling of joy and happiness came back to me first time, maybe after 20 years, you know. And I don't have intention really to convince anybody that there are pyramids or not. It's just the facts, it's just kind of exciting, it's just kind of some entertainment, you know, whatever it is. Otherwise, we wouldn't meet each other. Yes. If you didn't have that awesome curiosity, if I didn't have a... You know, we wouldn't talk here, so it's all about have fun, you know. Yeah, like, yeah. What would you bring you here to Bosnia, to this beautiful location, at least to have real Bosnian coffee and enjoy this landscape? And, you know, you need some human always looking for some reason to be somewhere, you know, so at least you have a little reason, you know. Uiuiui, das war jetzt ganz schön heftig. Ah, nochmal so richtig Offroad-Abenteuer am Ende unserer Reise. Ja. Wir sind hier auf dem Weg durch das Kozara-Gebirge. Ja. Und Gebirge hatte ich mir nicht so matschig vorgestellt. Ja. Es hat ja die letzten 3 Tage nur geregnet. Ja. Und das ist eine Matschlandschaft. Ja. Pegasus Rising, de E.